Ja, moin. Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich habe immer noch dieses Willkommensproblem. Ja, ich habe immer noch das Problem, euch willkommen zu heißen. Aber juckt auch nicht, denn die Juwelenmine ist endlich auf Level 5. Und das sieht man auch. Posier mal bitte fürs Thumbnail. Hey, du... gehst du bitte weg? Notification? Danke. So. Ja. Moin. Und willkommen. Willkommen! Ich kann das nicht, ey. Ich kann das gar nicht sagen. Ja, war klar, dass wir das hier nämlich verkacken, aber, naja. Stand ja schon im letzten Part fest. Aber, Brudingos, der X-Bogen ist endlich fertig. Ja. Und so teuer ist das Laden des X-Bogens auch nicht. Ich habe mir das irgendwie teurer vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich diese Ladekosten teurer werden. Aha. Wobei, warte mal kurz. Was stand da gerade eben von wegen Nachladen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas von wegen 298 Elixier. Das ist ja irgendwie gar nichts. Nur warum steht hier dann quasi Ladekosten plus 3000 Elixier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Juckt auch nicht. Ja. Jetzt wissen wir, worauf wir sparen können, wenn wir 4,5 Millionen oder 4 Millionen Gold übrig haben. Das ist ganz klar, wir investieren in den X-Bogen. Und den könnten wir sogar heute sogar schon verbessern, weil wir nämlich relativ viel Loot drin haben in unseren wunderschönen Lagen. Das heißt, wir müssen, ja, wir können uns heute auf jeden Fall den nächsten X-Bogen klären. Läuft. Auch hier mal wieder die Nachricht an euch. Wenn ihr einen guten Dorfvorschlag habt für Rathaus Level 9, dann schickt es mir auf Discord und ja, macht einen Screenshot oder schickt mir ein Bild von einer guten Rathaus Level 9 Base, die auch die X-Bögen mit einbezieht, deswegen frage ich euch ja. Thanks in Voraus, Brudingos und lol. Ja, ja, ohne Witz, ja. Okay. Würde mich freuen, eure Vorschläge in nicht geringen Anzahlen zu lesen. Jetzt aber wieder zum Ernst des Lebens, denn wir müssen wieder mal ein bisschen Gold sammeln. Ich wollte jetzt gerade wieder einen Reim finden auf irgendeine Basis, aber hat sowieso nicht geklappt. Ist egal. Ich kann nicht immer einen guten Reim finden, also denke ich mir manchmal, ja komm, ja. Ich bin einfach ein klein bisschen ein Scheinflitschchen. Flitschchen, genau. Ich jetzt kommt wieder die SCHCH-Schwäche durch, ne? Statt dass ich Kirche sagen will, sage ich dann Kirsche. Und statt dass ich dann Kirsche sagen will, sage ich Kirche. So muss das sein. Ich liebe die wunderschöne SCHCH-Schwäche. Liken, wer es kennt. Ich wette die wenigsten von euch. Ich weiß nicht, ob das so ein NRW-Ding ist, dass man das manchmal miteinander verwechselt. Das SCH, CH, dass du statt eines CH-Wortes dann aus Versehen SCH dazu sagst. Oder das auf SCH betonst. Keine Ahnung. Kann sein. Was sind das hier für Dörfer? Ich weiß es nicht. Die sind ja alle zum Heulen. Warum kommt hier kein guter Loot herbei rum? Ist auch zum Heulen. Kann doch nicht sein. Ja, es kann ein bisschen dauern, bis wir ein gutes Dorf gefunden haben. Es gibt zwar hier und da so Dörfer, wo das Elixier gut ist, aber das Gold ist nicht geil und deswegen sage ich mir bye. Naja. So wie immer im Leben, ne? Ja, und sonst, weiß ich nicht. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich muss mir die Themen schon für Spalte 2 aufsparen, wobei ich gleich wahrscheinlich einen Splatoon-Part aufnehme, in dem ich über das neue Community-Feature rede. Das neue Community-Feature. Ich kann Community nicht aussprechen, ohne das irgendwie dahin zu nuscheln oder es schnell auszusprechen. Wenn ich es langsam ausspreche, dann läuft es. Community. Aber schnell Community. 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 Es ist halt so nicht Zungenbrecher, aber es ist schwer auszusprechen, ja. Ja, ja. Ansonsten, was gibt es noch so zu belabrisieren? Eigentlich nichts, aber ich hau trotzdem mal was Exklusives für euch raus. Ich war heute im Saturn meines Vertrauens, um mir die JBG3-Box zu holen. Ich war so gegen 11, halb 12 Uhr da. Aber
Das Problem da war, naja, um eine Minute nach Ladeneröffnung waren die zwei Boxen, die Saturn reinbekommen hat, schon weg. Ich dachte mir so, thanks. Hätte ich vielleicht mal früher aufstehen können, du Sau! Oder was? Natürlich tut er das nicht! So, dann hopen wir mal, dass die Packers reingehen. Ja, sehr schön. Geht trotzdem wieder raus. Läuft bei mir. Jetzt gehen sie trotzdem wieder rein. Ah, die können sich auch nicht entscheiden, ne? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Weil die sich nie entscheiden können, irgendwo reinzugehen. Hallo. Was geht denn da nur? Ist doch zum Heulerisieren. So, was jetzt natürlich auch noch geil wäre, wenn wir hier die letzten Sammler noch aufbrechen. Wäre sehr löblich. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die... Ja, dass wir noch einen Skelettzauber haben. Mit gönnbereiten Skeletten. In unserem... Trotzdem alle gestorben sind. Ende. So, zum nächsten Sammler oder zu den nächsten Sammler kommen wir auch noch. Ey, das war ja richtig krasses Dorf. Das war richtig krass. Wenn wir beim nächsten Angriff nochmal genauso viel Glück haben, können wir uns sogar sparen, auf die Dingenskirchen zu gehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie heißt's? Hier die Sammelstelle für Gold und Elixier und so weiter. Ihr wisst es. Und für Dunkles, ihr wisst es. Ihr wisst es ja, also warum soll ich das noch sagen? Schade, wäre noch ein Magier übrig geblieben, hätten wir sogar noch über die 100% nachdenken können. Wobei wir jetzt auch noch über die 100% nachdenken können. Weil das Einzige, was uns noch fehlt, diese... Ach, ein Boogie ist auch noch da. Ja, läuft! Ah, ich denke, das wird nichts, weil wenn der Packer... Nee, schade. Schade. Sehr, sehr knapp. Komm, brechen wir ab. Der Boogie kann den Tesla sowieso nicht besiegen. Scheiße. Schade, sehr, sehr schade drum. Mann, ey. Ich raste gleich noch aus. Komm, wir heilen mal wieder voll. Suchen uns ein ähnliches Dorf, weil das schon extrem geil war. Ne, manchmal muss man halt wirklich, wirklich die Zeit sich nehmen, um solche Dörfer zu finden. Man kann nicht immer erwarten, dass es das erste, das beste Dorf ist, das auftaucht. Ja, moin! Brudingus! Ja! Aus, Alter. Wir rasieren krass. Autsch. Ach Mann, jetzt sind wieder alle Magier abgekratzt. Abgescratcht. Einmal den hier ab, genau. Ich meine, ich brauche mir jetzt auch eigentlich gar nicht hier die Mühe machen, nochmal weiter zu heilen und so, aber ich mache es trotzdem mal. Na komm, da wuten wir nochmal durch. Hier ist auch lecker. Lecker, ja. Vielleicht kriegen wir nochmal das...
Dunkle. Also moin. Heldenhaft gewasst. Was haben wir gewasst? Was? Wie? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas bekommen und kriegen dafür gleich wahrscheinlich die Quittung im Sinne von sehr viele Gems. Ja. Lecker, lecker. Ja, lecker, ja. Lecker, lecker, ja. Lecker, schmecker, ja. So, und bye. Komm, lass gut sein. Danke. Auch wieder hier sehr, sehr schön angegriffen. Oder sehr okay angegriffen. Ja. So, was haben wir denn hier bekommen? Stiel 1 Million dunkles Elixier. Hui! Geil! Ja, perfekt. 20 Gems auf unserem Nacken. Ich muss sagen, sehr stabil. Ja. So, das machen wir jetzt mal so, dass wir wieder Truppen vorproducen. Dann gucken wir mal ganz kurz ins Labor. Was wir denn da so schönes, leckeres erforschen können, ja. Die Magier. Aber wir haben nicht genug Elixier dafür übrig, denke ich. Da fehlt ein bisschen was, ne? Hm, ja, ja. Schade. Hätte ich 5 Millionen Elixier gehabt, ich würde direkt auf die Magier gehen, denn die könnten nämlich dann so verbessert werden. Uiuiui, dass sie 15 Schaden mehr machen, 19 Schaden mehr aushalten und oh, das wäre schon nicht schlecht. Könnten aber auch den Heilzauber machen. Und wisst ihr was? Ich nehme mal das Geld in die Hand. Hm. 200 Heilung mehr. Dafür kostet aber auch der Heilzauber 2000 Elixier mehr. Ist mir aber egal. Dort eine ganze Woche. Schön, schön. Gönnbar. Und jetzt wird der erste X-Bogen verbessert und... Die erste Verbesserung ist schon heavy as fuck. Der X-Bogen macht nämlich dann 20 Schaden mehr. Die Ladekosten sind aber dann auch auf 3000 Elixier erhöht, ja. Mm. Dafür haben wir aber auch 400 Trefferpunkte mehr mit dem X-Bogen. Na denn? Und das dauert uns 8 Tage. Das kostet uns 8 ganze Tage. Und wir müssen nur so viel Gems bezahlen, damit es direkt abgeschlossen wird. Danke, Spiel. Ja. Ja, da sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, Rede uns Kai verbessert irgendeinen Scheiß. Das Ganze hat nur eine Woche gedauert. Wow. Weißt du, ich bin doch schon so mit den Gems, mit den Trophäen hier im Nachthof abgestiegen. Und trotzdem müssen wir immer noch gegen Sechser kämpfen. Was ist da los? Gibt's keine Fünfer in meinem Bereich, in meinem Segment? Nee, ne? Warum denn auch? As always, ja? Ja, die Kampfmaschine wird ja sowieso jetzt sterben, wenn sie in Richtung Zerschmetterer läuft. Was sie nicht tut. Wird aber trotzdem davon erfasst. Vielen Dank für nichts. Mmh, ja. Purste Gönnung meines Lebens wieder mal. Wow, und ich sollte jetzt vielleicht echt mal das Gold investieren.
Ich denke, das ist doch hier in die wunderschönen Mauern sehr gut angelegt, ja. So, sieht doch schon besser aus. Ja! Ja. Ich genehmige mir mal ganz kurz einen Schluck Wasser aus meiner Flasche, ja? Und bevor jetzt die Nintendo-Polizei aufhorcht und sagt: Nein, das hat er nicht gemacht. Mal kurz die Fresse halten. Ja, mal drüber nachdenken. Was man in seinen Let's Play-Videos denn selber getan hat, ne? Seine Suppe im Let's Play-Part schlürfen, ne? Bisschen Mario Maker spielen und dabei noch ein bisschen Suppe schlürfen, ne? Ja, du kleiner Moralapostel, du. Mal besser die Fresse halten, bevor man irgendwas sagt. Oder mal nachdenken, was man selber getan hat, bevor man irgendwen judged, ne? Du kleine Drecksau. Ja, ja. Da wäre ich sauer, ey. Da wäre ich richtig sauer. Gönnung! Auf Kommando wurde gegönnt. Finde ich gut. Ach, ich liebe dieses Spiel, weil es gönnt immer so krass. Es gönnt immer so krass die Usung der Ability. Ja, die Usung. Verenglischen wir mal alles, was geht. Oder wie nennt man diesen Fachbegriff nochmal, etwas einzuenglischen? Es gibt so einen Fachbegriff dafür. Ist mir gerade entfallen. Ist mir aber auch egal. Ja. Willst Gift 2 haben? Komm, Brudingo, ich gönn dir mal. Ja. Ich glaube, der Gift von mir war sowieso 2, oder? War das ein Gift 2? Ich glaube, es war einer. Ja, ja, genau. Schön lecker Gift 2. Purste Gönnung seines Lebens, die er jetzt bekommen hat. Wundernice. Oh, endlich mal wieder ein Fünfer. Und hier lohnt es sich sogar anzugreifen, weil wir sehen, dass da der Zerschmetterer kaputt ist. Und deswegen, ja. So, warten wir erstmal, bis die ganzen Gebäude wechseln. Dann schicken wir hier die Kampfmaschine. Aber die läuft sowieso außen rum. Also, thanks für gar nichts. Statt dass sie jetzt hier irgendwie an die Ecke geht. Oder hier oben rangeht, an die Kante. Nein, macht sie natürlich nicht. So, ne, das ist klar. Ja. Warum sollte man das auch tun? Das ist der größte Schwachsinn. Mal gucken, ob das mal nach längerer Zeit wieder 100% Angriff wird. Aber ich glaube, es werden 100%, denn die Boogies, die können uns hier nicht mehr aufhalten. Aber das, statt dass die Kampfmaschine einfach hier oben reingeht, wo ich sie auch hingeschickt habe. Nein, die muss natürlich außen rumlaufen, so. Auch wenn außen überhaupt nichts mehr ist, aber Hauptsache dann den ersten Punkt. Ach, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir gewinnen. Gucken wir dem Spacken mal zu. Ja, ohne Witz. Ja, ich habe einen Bogi, kann ich damit jetzt noch gewinnen? Mano. Ja, so einfach kann's gehen, ne? Ah! Ach, fuck, ich hab... Nein. Oh, nein. Wisst ihr, ich hatte die ganze Nacht über das Tablet eingesteckt gehabt. Das große Problem ist aber... Das Kabel war nicht eingesteckt. Fuck it, Alter.
Hör rein, ich muss mal hier selber machen. Ich bin doch sauer. Ich werde gerade richtig sauer. Mensch. Komm, steck mal das Kabel mal rein. Pack mal das mal kurz hier rein. Wenn hier ein bisschen Stromfluss kommt. Wenn mein Tablet nämlich jetzt ein bisschen Potente wieder kriegt. Ja. 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 So, dann stecke ich einfach mal das Ladekabel rein. Aber kurz stecke ich mir noch einen Kopfhörer in mein Ohr. Vor allem, warum nennt man das überhaupt Kopfhörer? Wir stecken die Dinger doch in unser Ohr, nicht in unseren Kopf. Warum nennt man die nicht Ohrhörer? Ja, keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass das Kabel irgendwas bringt, ja? Wahrscheinlich ist es jetzt ein schleichender Prozess, bis das Tablet leer geht. Im Sinne von... Ja... Was soll ich Ihnen sagen? Also wenn ich mein Tablet über den PC lade, über die USB-Schnittstelle des PCs, kommt da noch lange nicht so viel Prozente dabei rum oder noch lange nicht so viel, so schnell viele Prozente dabei rum, als würde ich das Ganze in eine handelsübliche Steckdose stecken. Das ist ein bisschen problematisch. Ja. Ohne Witz. Naja, so ist es nun mal. First YouTube Problems. Da muss auch noch ein Update gezogen werden. Aber warum das denn? Das kann ich ja wohl gar nicht haben. Und obwohl dieser Angriff so richtig krank kacke war, haben wir es geschafft. Ja, geil. Ja, moin. Und wir haben auch gar keine Belohnung mehr. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, 2 Gems auszugeben, weil... Ich bin knapp bei Kasse, ja. Apropos krank bei Kasse. Krank bei Kasse? Knapp bei Kasse. Hat zwar nicht viel damit zu tun, aber weißt du, kaum gehst du zum Steuerberater und sagst, hey Jung, mach mal kurze Steuererklärung fertig, mein Freund. Blätterst du eben mal ein Viertel Taui dafür hin. Ja, es läuft, ne? Gut, cringe. Macht's gut, haut rein und bye. Ja. Ah, ja.